Ja, hallo und herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ich bin heute mal wieder nicht alleine unterwegs, denn wir sind mit Two Wheels to People und Torben unterwegs. Moin! Und wo sind wir? Wir sind in Bayern, Freunde! Ja, und wir haben uns das eigentlich mal gedacht, dass wir einfach mal Motorradurlaub in Bayern machen. Deswegen werden jetzt in den nächsten Tagen richtig geile Videos online kommen. Und wir erkunden jetzt mal so die Kurven. Guck mal, wie das hier so aussieht, wie das so ist. Wir ballern böse. Achtung, Kurve. Eng? Nö. Was man aber direkt zu Anfang sagen muss, wir sind alle keine Kurvenprofis. Das heißt, es wird wahrscheinlich richtig teilweise unbeholfen aussehen, wie wir die Kurven fahren. Aber da ist die Devise natürlich lieber vorsichtig als unvorsichtig. Und es ist ja vorsichtig als tot. Richtig, und es geht ja nur um den Spaß. Guckt euch diesen Ausblick an. Wow. Das ist schon echt geil. Das ist wirklich geil. Also der Ausblick auf die ganzen Autos ist schon der Hammer. Wow. Das meine ich doch gar nicht. Oh. Oh, meine Ohren, Alter. Bei diesem Bergding die ganze Zeit, bei den Höhen. Meine Güte. Tatsächlich merke ich das auf dem Motorrad fast gar nicht. Boah, geil, Alter. Aber ich glaube tatsächlich, man muss auch echt hier dem Reifen einfach mal mehr vertrauen. Weil ich glaube, die Straße, die hat jetzt, ist jetzt ziemlich grippig. Und Reifen sind ja im Normalfall auch immer ziemlich grippig. Da muss man sich einfach mal ein bisschen Eier in der Buchse haben. Oh, die Sonne. Sie kommt raus. Hier kommt die Sonne. Oh, die Kurve, sie sieht wieder chillig-millig aus. Ah, hier ist die Ölspur, glaube ich. Pass mal auf. Fahr am besten ziemlich nah an der Mittellinie. Ich bin einfach durchgefahren. Perfekt. Sehr gut. Ja, da vorne ist diese enge Kurve, aber ich glaube, so eng war die ja gar nicht, ne? Doch, sie war eng. Ich glaube. Ja, ich höre sie. Die war schon eng. Na, das geht aber. Nee, das war die nicht. Das war eine andere. Wollen wir hier parken oder was? Oder was? Kommen Sie einmal her. Hallo, ich muss Sie doch einmal zeigen in Ihrer vollen Ohr mit dem Hintergrund. Oh, guck dir das an. Hallo. Guck dich das mal an hier, du. Ich bin's. Doch, ihr könnt immer noch. Sollen wir mal links weg. Hier? Sollen wir mal links? Ja! Nein, links, nicht zu dir. Geradeaus. Okay, geradeaus. Geradeaus. Ganz klar, geradeaus. Zwei Eis mit Kammerhell. Zwei Eis mit Kammerhell. Boah, das riecht wie wieder 1A. Was ist das denn für ein Bomber? Digga, der zieht einfach rum, der ist ja geistkrank, der Typ. Hat der nicht geblinkt oder was? Nee. Oh mein Gott, Freunde! Hallo, moin! Wir hatten nur einer von den größten Fahrradfahrern bei uns. Guckt euch das mal an hier. Sonne mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ja, aber wir fahren irgendwie in das Schwarze rein, ne? Ja, wir fahren jetzt da links in die Sonne. Boah, hier ist aber ein bisschen... Ach nee, Digga, wir fahren genau gleich wie gestern. Nein. Wir müssen drehen. Wir kamen jetzt von St. Engel, wir können da hochfetzen dann. Ja. Boah, Alter, hier kommt eine Kurve nach der anderen, Digga, willst du dich verarschen? Voll geil. Das ist ja geisteskrank. Oh, 60, Freunde, 60. Ich glaube, geradeaus fahren kennen die gar nicht. Glaube ich auch. Wo ist denn 15? Seife, Seife. Was ist Seife? Zwei Eis mit Kammerhell. Oh, die Kurve ist. Ja, doch, die zieht zu, die Kurve. Ja, dann fahr ich 50. Ist das gestern? Oh ja, die zieht echt zu. Ui. Boah, Alter, wie die Kurven hier reingehen, ne? Also. Geil, ne? Geisteskrank, wir fahren irgendwie nach oben oder so hier gerade, ne? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir sind gerade auf jeden Fall bei Pürgel. Pürgel. Ehrlich, ein Tracht Prügel kannst du dir abholen hier, du. Oh, meine Ohren. Aber ich glaube, wir fahren gerade wirklich irgendwo hoch. Ja, wir fahren auf jeden Fall die ganze Zeit nach oben. Ich finde das so gottlos, dass du hier 100 fahren darfst, ne? Ja. Ja doch, aber ich muss schon sagen, die Kulisse ist auf jeden Fall schöner als bei uns. Oh, was? Unsere sind immer. Wie im letzten Video, ne? Robot-Romantik. Das ist so geisteskrank, dass zwischen den Orten hier so viel Platz ist, ne? Bei uns fährst du ja wirklich von Stadt zu Stadt direkt und hier ist einfach so ein Dorf, dann 7 Kilometer nix, dann Dorf. Dann 50 Kilometer nix. Ja, ehrlich, dann wieder Dorf. Dann irgendwann mal zwischendurch ein Haus so, für sich alleine. Ja. Ab und zu musst du 800 Meter nach oben fahren. Ja. Hier zum Beispiel.
Ja, da bestes Beispiel, danke. Thorsten, wo bist du eigentlich? Hinter dir. Ah, hi. Ja, aber ich will hier echt nicht so übertreiben, ne? Alles gut. Boah, die Kurve sieht auch schon wieder so schön aus. Boah, die Kulisse, Junge. Boah, Digga, wenn du hier zu weit fährst, dann hast du auch ein Problem. Dann machst du erstmal einen Hopser und dann, ja, machst du wahrscheinlich 10 Seiten. Dann fährst du in so einen Hirschrein rein. Digga, nur mit deinen Hirschen und Bären, ne? Ja, die stehen da auf der Wiese. Ah, echt?